Meine Güte, haben wir heute keinen Ton getroffen, aber damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Richie Wobblies Live mit dem teuersten Fahrzeug und dem teuersten Haus. Moin, hey, ich hab gedacht, du holst mich ab. Ja, ich hol dich doch ab. Ich komm doch jetzt zu dir. Ich fahr doch gerade Richtung Altstadt. Da reiß ich jetzt den Hydranten raus. Übrigens, Leute, ich bin auch dabei. Genau, lasst es mal wieder damit dabei, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und natürlich Leute? Dr. Auge. Leute, schreibt uns gerne in die Kommentare, wer von euch hat sich in Wobblies Live schon Dr. Auge kaufen können, weil Dr. Auge kostet einfach 1000 Münzen in Wobblies Live. Das ist unglaublich. Deswegen ist eins der teuersten Haustiere und da ist man natürlich sehr gespannt. Lars, kann ich dich, darf ich dich abholen? Das ist die ich Frage. Ich warte. Kein Problem. Weil ich habe nämlich heute etwas Besonderes vor. Kennt ihr so diese Freunde, die immer warten müssen und dann... Junge. Ja, Mann, das ist sehr exklusiv, gell? Da kann ich dich jetzt mit deinem Regenschirm oder Regenhut abholen. Weil im Prinzip... Aua! Das ist ein richtig schlechter Fahrer, gell? Oh. Nee, was wir eigentlich heute vorhatten, ne, ist eigentlich was ganz Besonderes. Lars, kannst du dich noch erinnern, wie wir in der letzten Folge eins der letzten Artefakte, und zwar den goldenen Schläger, ins Museum gebracht haben? Das war unglaublich. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut sie sich unbedingt an. Auf www.shop.rf. Nee. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ne? Guck mal, ich schaff diese Kurve hier nicht. Diese Limousine ist so schlecht im Drehen. Ja, da vorne gibt's ja auch extra einen Wendekreis. Ja, stimmt eigentlich. Oh Mann, ich hätte eigentlich richtig fahren können, gell? Naja, egal. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen, ist was Besonderes. Und zwar das, was wir eigentlich total übersehen haben. Und zwar müssen wir nämlich das Rennen auf der neuen Insel mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wir haben das einfach die ganze Zeit nicht gemacht gehabt. Was für ein Rennen? Naja, Alter, da gibt es einfach ein Rennen. Und zwar mit diesen neuen Flugzeugen, die wir da gesehen haben. Und ich weiß, Lars, du liebst Flugzeugfliegen. Nicht. Deswegen habe ich dich. Ich weiß nicht. Ich hab mal gehört gehabt, dass du nicht so der Flugzeugfan bist, weißt du? Stimmt das? Dieses Rennen hier haben wir noch nicht gemacht. Genau, bei dieser Blumenfrau hier. Deswegen, hallo Blumenfrau. Alter, wir haben das gleiche T-Shirt an. Echt jetzt? Haben wir wirklich? Tatsächlich, wie Brüder. Race to the next Checkpoint. Also Checkpoints machen und mit dem Flugzeug machen. Bist du bereit, Mann? Wir legen los in 3, 2, 1 und go! Nice. Oh mein Gott. Alter, einfach mit diesen grünen Dingen. Aber warum bist du vor mir? Voll unfair. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Okay, mit C kann man diese Dinge auch einklappen. Oh mein Gott. Alter! Aber man muss schon sagen, dass diese Flugzeuge nice sind. Also ich finde, die sehen cool aus. Ja, erinnert ein kleines bisschen an so ein Kampfflugzeug, oder? Nee, an so ein Spiel auf einem ganz alten Nintendo. Ja, gell? Ich muss auch sagen, dass mich das an ein Spiel von einem alten Nintendo... Guck mal, man kann doch die ganze Zeit die Räder... Ausklappen und wieder einklappen. Ausklappen, einklappen. C. Ist ja voll cool, wenn man so Raketen schießen könnte. Alter, stell dir vor, einfach Raketen schießen in Wobblies Live. Oh mein Gott, da muss man unter die Brücke. Oh, das wird jetzt knapp werden. Oh mein Gott, hast du es geschafft? Ja. Niemals, Alter. Doch, Mann. Oh Gott, hast du eine Chance, mich überhaupt einzuholen? Nee, ich glaube, das geht nicht, sobald du einmal vorne bist, gell? Weil es gibt auch nicht so viel, was da man hier falsch so machen kann. Windschatten und sowas gibt auch nicht. Juhu! Aber ja, ich glaube, dafür bekommen wir voll viel cool. Geld. Das ist schön. Das ist ein ich cooles auch, Ding. Das ist so ein schönes Rennen, gell? Das Flugzeug fliegt sich auch gut. Ja, ich finde auch, es fliegt auf jeden Fall besser als dieses Jetflugzeug, oder? Ach, guck mal, lol. Da ist sogar einfach schon das Ziel. Was? Angenehm. Alter. Wie viel Geld hat es jetzt gegeben? 40, oder? Ich habe einen Pilotenhelm bekommen. Echt? Hast du ihn jetzt bekommen? Ja, Mann. Du nicht? Nee, Mann, was für einen hast du bekommen? Ich habe einen Pilotenhelm gekriegt. Yo, hast du den schon? Nee, Mann, ich glaube nicht. Warum hast du den bekommen? Nicht nett. Du musst mir den unbedingt zeigen. Warte mal, haben wir nicht hier... Man konnte doch hier irgendwo sich umziehen, oder? Hier, zeig mal deinen Fliegerhelm. Oder ist es zufälliger... Ah, weißt du, was das auch sein könnte? Das ist vielleicht dieser Fliegerhelm, als wir dieses Jet-Flugzeug-Ding gemacht haben. Da habe ich damals den Helm bekommen und du nicht. Und jetzt hast du ihn nachträglich, glaube ich, bekommen. Weißt du, ich meine... Echt? Ja, ich denke schon. Ich denke, so, ich habe nämlich der diese... aus, also... Ist es ja, der doch, hier? Ja, du hast den, ja. Ja, genau, dann ist es derselbe. Ja, aber der ist cool, gell? Dann sieht man aus wie so warum ein echter Pilot. Aber warum habe ich den vorher nicht gehabt? Ja, ich sehe jetzt einfach nur aus wie so ein Trottel. Hallo, hat jemand ein bisschen Shampoo für mich dabei? Weißt du, wie du aussiehst, wie so... Ah. Als hättest du so, ja doch, als hättest du so Shampoo da drin vergessen. Ja, gell, es sieht voll schlimm aus. Einfach so, so richtig dreckig. Aber das habe ich, glaube ich, auch. Ja. Aber so leuchtet so radioaktiv. Sieht aber ein bisschen aus wie so Dreads. Radioactive!
Also, was wir eigentlich sonst machen wollten, ne, neben diesem Rennen an sich, ist eigentlich ein neues Haustier freischalten. Es gibt Junge, du siehst so schlimm aus. Ja, er sieht richtig widerlich so aus. Aber ich habe gerade, ich habe vergessen zu duschen. Ich helfe dir. Kein Problem, Mann, danke. Was wir machen können, ist was Besonderes, Lars. Und zwar müssen wir nämlich zugestehen, dass wir in der letzten Folge einen Fehler gemacht haben, in der Hinsicht, dass wir etwas vergessen haben. Kannst du dich noch erinnern, Lars, als wir diese Golf-Folge gemacht haben, da haben wir zusätzlich so ein Artefakt gefunden. Und das war ja auch alles cool und alles schön, aber was wir da verpasst haben in dieser Folge ist, kannst du damit einsteigen, Otto? Was wir nämlich vergessen haben, ist, dass es am Golfplatz nicht nur ein kleines Secret gab mit diesem Stein, den wir gefunden haben, sondern man konnte dort noch ein Haustier freischalten. Deswegen lasst es mal auf jeden Fall machen. Also, im Prinzip könnt ihr euch ja alle noch daran erinnern, als Lars hier dieses Ding aus Versehen da kaputt gemacht hat. Und da drinnen war dann dieser Stein, den haben wir schon abgeholt. Richtig. Wir haben auch diese ganzen Parkour-Dinger hier schon ein bisschen gespielt, das war auch cool. Aber was wir vergessen haben, es gibt einfach ein Haustier hier zu gewinnen. Und zwar, ich glaube, das war am letzten Loch sozusagen. Oha, du bist ja schon jetzt bei mir. Hast du so einen Caddy dabei? So einen Golf-Caddy? Junge, du kannst mit dem Caddy nicht fahren, wirklich. Das driftet so krass. Es kann bei einem Drift-Contest einfach mitmachen. Das driftet so heftig. Ja, Mann. Deswegen, also, Lars, das Ding ist, wir haben tatsächlich, wir waren kurz davor, eigentlich das Golfpad zu bekommen, aber wir haben es irgendwie verpeilt. Und zwar, man muss hier in dieses Loch da in der Mitte reinspringen und da drinne befindet sich das Golfpad. So, anscheinend. Also soll es angeblich sein. Ich gehe mal rein. Oh mein Gott! Wie bist du denn da reingekommen? Ich spring einfach rein. Nicht spoilern. Ich will... Oh Mann, ich steck übelst fest hier. Oh mein Gott, das ist so dumm. Das ist so dumm, Mann. Ist so schön. Hier, spring rein, Mann. Probier's aus. Du kommst, du schaffst es da. Alter, oh, das ist einfach so ein Secret-Loch hier. Oh. Alter, hört hier einfach die heftigsten Beats. Hier, guck, wenn man mit dem redet, dann schafft man es, glaube ich. Hey, du hast mich gefunden. Ich mag es hier unten. Nice. Nein, keiner schlägt mich mit einem Schläger, leider. Oh, er will mit einem Schläger geschlagen werden, der Kleine. Nun ja, das haben Golfbälle so an sich. Ich hau ihn jetzt. Ja, man haut immer einen richtig drauf, der hat guck Bock. Auf. Der hat richtig Laune. Alter, das ist cool, Mann. Das ist so witzig. Wir haben einfach ein Golfpad gefunden, ne? Ja, oh guck mal, Gott. Hier auch, wie der diesen Fisch brät. Guck mal. Ja, Mann, Alter. An den Dings dran. Hä, so. Aber wie kann man den jetzt eigentlich ausrüsten? Rüstet aber hör mal, Dings, hör mal den Beat. Hör mal, Achtung. Hä, ich hab gar nichts geändert. Also, hast du was geändert? Nee, aber hörst du den? Ja, klar, das ist der Wobblies Live Beat. Oder ja, haben wir verschiedene? Cool. Achso, ja. Das klingt halt voll cool, weil das auch so... Kann man so, das vielleicht klingt reingehen? Richtig so nach Blech. Nee, Mann, das ist einfach dem sein Zuhause. Das ist echt einfach was ist jetzt hier? Ich glaube, wenn wir da reinspringen, kommen wir wieder raus, oder? Ja. Yo! Alter! Alter! Hier auf der Insel gibt es noch ein letztes Artefakt. Das müssen wir noch finden, ne? Und ich weiß nicht ganz genau, wo das ist, aber es sollte irgendwo in der Nähe von diesem Wasserfall oder sowas sein. Flieg da mal einmal weiter drumherum. Ein bisschen tiefer mehr ins Wasser Richtung rechts, weißt du, wie ich meine? So, weil es gibt hier irgendwo wie so... Na, du hast aufgehört, Gas zu geben. Okay. Es gibt hier irgendwo... Toll, jetzt wird's neblig. Oh, nö. Es gibt hier irgendwo eine geheime Dings. Andere Richtung, drehen wir wieder um. Mehr um die Insel fliegen. Es gibt irgendwo an der Seite von dieser Insel gibt's irgendwo eine Art Secret, aber ich weiß nicht, wo das ist. Fahren wir mal links, genau. Flieg mal einfach hier entlang. Diese Straße sozusagen, genau. Weiter. Da! Hoch! Da. Einmal aussteigen, bitte. Okay. Klar, Alter. Richtig gut, Lars. So. Das ist es. Ich glaube, das ist es. Oha. Okay. Hey, ist ja wieder so Kristalle und sowas, ne? Ja, Mann. Wow. Okay. Da hinten ist es. Ist es eine Pflanze? Ich weiß es nicht, aber wir müssen hier übers Wasser erstmal balancieren. Oh Gott. Was ist denn hier los? Das ist ein absolutes Secret, Mann. Dr. Auge versperrt mir richtig die Sicht, Mann. So. Oh mein Gott. Wer zuerst da ist, ist dumm. Alter, deine Haare leuchten richtig. Ja, aber gell, richtig nice, dass ich die ausgewählt habe. So, haben wir das? Können wir es mitnehmen? Interact. Hä, wie kann man das denn mitnehmen? Hä? Hast du's?
Nee. Hä? Vielleicht ist das Veräpplung. Warte mal, vielleicht brauchen wir ein Messer oder sowas. Oder vielleicht hier, guck mal, mit der Fackelaui. Ah, mit der Fackelaui, klar. Verbrenn ja. das Ding, verbrenn das Ding. Hä? Hä? Was? Oh nö, sag mir nicht, dass man dafür ein Messer braucht, oder? Woher willst du denn ein Messer nehmen? Weiß ich nicht. So ein Wobbly's Life Messer. Hä? Ist richtig dunkel hier drin. Vielleicht ist was an der Decke? Hier ist so eine Gummiente. Oh nein, ich sterbe. Nein, ich sterbe. Los. Nicht. Hä? Haben wir irgendwas vercheckt? Vielleicht auf der anderen Seite? Wie soll das funktionieren? Vielleicht... Oh, ich hab's. Oh mein Gott, Lars, wir sind so dumm. Hast du's gemacht? Man muss es einfach mit zwei Händen greifen, einfach nur. Hab ich doch. Ich glaube nicht. Aber ich hab es jetzt. Kannst du kurz mit dem Helikopter kommen? Oh mein Gott, wir müssen diese Blume unbedingt zum Museum bringen, weil ich glaube, das könnte mit Abstand das Krasseste und Atemberaubendste... Oh mein Gott, wir sind immer noch auf dem Golffeld? Da vorne ist schon das Museum. Okay, dann gehe ich mal runter vom Gas. Ja, aber nicht zu viel, sonst fliegen wir direkt seitwärts runter. Oh mein Gott. Landest du das Ding safe? Nein. Also, oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Hä? Ich hab's. Ich hab das Ding runtergebracht, den Vogel. Komm. Hä? Teil. Ich bin hingefallen und es ist... Es ist einfach weg. Ich muss weinen. Oh Gott, okay. Okay, Leute. Das ist jetzt schon der... Oh mein Gott, schaffst du's? Okay. Ja, klar. Leute, das ist jetzt schon der, kein Spaß, 8. Versuch. Wir haben nochmal weitere 7 Mal gefailt. Aber jetzt halten wir das Ding zusammen, Mann, und geben das jetzt endlich ab. Oh mein Gott, endlich. Junge. So, Alter, ihr wollt nicht wissen, wie oft wir gefailt haben. So, okay. Und abgeben. Well done! We done have a hand fuck yet! So, jetzt haben wir 4 Stück, Mann. Let's go! Wo kommt's hin? Was kriegen wir jetzt? Ah, wow. Ah, okay. Oh, okay. Das ist eine seltene Flower von Louis Lunch. Und sie leuchtet. Klasse. Und damit haben wir's. Und damit haben wir das Paradise Island, die Collection complete. Und wir sollten uns... Oh mein Gott. Nein. Wir haben uns ein Trip zum Beach verdient. Oh, wir haben das Golfkart bekommen. Ja, Mann. Ey, und Golferklamotten. Und noch die Klamotten. Oh, wollen wir die noch anziehen kurz? Komm, ja. Nochmal, oder? Safe call. Lass bei dir zu Hause, oder? Ist ja gleich hier um die Ecke. Direkt da vorne, da müssen einfach wir einfach kurz mit Benny kommen. Kommt da einfach dekadent. Kurz. Sehr dekadent. So. Und wir sind da. Nice. Ich habe leider kein Jetpack, deswegen ich muss kurz landen. Du musst rein, ich wohne im Unterparterre. Oh mein Gott, das war so klar, dass es passiert. Zieh du dich an, dann schaue ich dich an. Ich bin nämlich nur dieser grüne Schmock mit seinem Klebezeug auf dem Kopf. Aber ich möchte mal einen richtigen Golfhemd sehen. Alter, dieses Golfhemd ist... Sieht es nice aus, als ob das so ein teures Hemd ist und dekadent. Oh mein Gott, man kann sich damit richtig dekadent dann für diese Villa anziehen. Ja, Alter, warte, ich will auch. Wo ist dein Dings Schlafzimmer? Diese Schuhe sind richtig geil. So, warte. Ja, aber Tops so und Pants. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit diesem Schweißband auch, gell? Warte. Und dann natürlich nicht zu vergessen, das, was wir uns natürlich verdient haben, wo ist es? Das gute alte Golfcart, Mann. Junge, richtiger Luxus. Das Golfcart ist richtig kacke. Ja, ich mag es auch nicht so sehr, aber es ist schon in Ordnung. Man kann es jetzt tunen, das ist das Coole. Man kann dann ein schwarzes Golfcart haben. Okay, Leute, nice. Das war's mit Wobbly's Life für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und tschüssikowski.